Und damit heiße ich euch willkommen zurück zur letzten heutigen Folge, und zwar zur Folge vom Format Blacks Fazit. Ja, das ist ja jetzt auch schon wieder ein Projekt, was länger zurückliegt, und da wir alphabetisch vorgehen, haben wir bei dem heutigen Part ein Spiel, das schon etwas länger her ist und das sehr, sehr bekannt sein dürfte, und zwar das Spiel Gothic. Kurz Beschreibung, es ist ein Rollenspiel, ein sehr altes Rollenspiel, ich glaube aus dem Jahr 2000, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Kurz gesagt geht es es ist eine Fantasy-Welt, Wirtana. Es geht darum, dass dort ein Krieg herrscht zwischen Menschen und Orks. Und die Orks, die Menschen haben wegen dem Krieg immer mehr Minen, um Metalle zu schürfen, gerade magisches Erz. Und der König hat befohlen, beziehungsweise hat den Befehl gegeben, dass jeder, der jedes noch so kleine Verbrechen gemacht hat, in diese Erzmine verbannt wird, einfach um die Kriegsanstrengungen aufrechtzuerhalten, um die Kampfbereitschaft aufrechtzuerhalten. Und damit es keine Flucht gibt, erschaffen ein paar Magier um diesen Bereich, um die Minen, eine magische Barriere. Nur wird die viel größer als geplant. Und in diesen Bereich wird der Spielcharakter reingeworfen, der Held, der keinen Namen trägt. Und ja, letztendlich muss man schauen, wie man wieder rauskommt. Was finde ich bei der Story gut? Das erste ist, die Story wird gut erzählt. Es ist eine sehr, sehr schöne Atmosphäre. Und sie hat ein paar Wendungen in der Geschichte. Ein paar Sachen, die man so nicht erwartet, die, oder was heißt nicht erwartet, vielleicht kann man manches erwarten, aber die halt nicht unbedingt direkt ersichtlich sind und die manchmal doch überraschen können. Gerade wenn man das erste Mal spielt, die Kolonie, so heißt dieser Bereich, der von der Regierung geschlossen wird, ist in drei Lager aufgeteilt, die zueinander zumindest, sagen wir mal, misstrauisch stehen, und gerade das alte und das neue Lager später auch kriegerisch, und gerade das ist zum Beispiel ein Wendepunkt, den ich sehr gut fand. Das zweite, was ich sehr gut finde, ist, dass man beim Helden, obwohl es immer derselbe ist, ein paar Charakterzüge erkennen kann und ganz, ganz wichtig, eine Entwicklung. Es ist immer derselbe, man erfährt nicht mal seinen Namen, das ist eine Eigenart der Reihe, dass man nie den Namen des Helden erfährt, dass er ihn nie nennen kann. Er ist immer männlich, man kann am Anfang nicht einstellen, sonst was. Aber er macht eine Entwicklung durch. Relativ am Anfang ist er so drauf, nach dem Motto, ja, ich tue alles, damit ich aus der Bäre rauskomme. Weil es ist ein Gefängnis, ich will hier nicht drin sein. Und was auch immer ich tun muss, ich werde einen Weg finden. Und das entwickelt sich im Laufe des Spiels zu einem, die Barriere muss zerstört werden, damit die Leute hier drin überleben, weil die Barriere zu tun hat mit einem Wesen, was sonst alles und jeden vernichten kann. Ihr wisst ja, Spoiler-Alarm bei diesem Format, deswegen sage ich das einfach mal so direkt. Und man merkt schon, am Anfang ist es sehr ich-bezogen und am Ende ist es halt eher für die Bewohner der Kolonie, wo man einfach dann das Beste tut. Und bei den Charakterzügen, die erkennt man auch sehr gut. Relativ am Anfang des Spiels erzählt er mal kurz ein paar Sachen aus seiner Vergangenheit, zum Beispiel, dass er in den Kerker geworfen wurde. Er sagt zwar nicht für was, allgemein sind die Storys von Figuren nicht so wahnsinnig groß, aber es ist viel Interpretation und man merkt halt einfach von seinen Antworten, von seinem Reden, wie er sich verhält. Da kann man schon ein paar Charakterzüge ableiten. Und das ist mir bei Rollenspielen sehr wichtig, weil das ist halt nicht immer der Fall. Übrigens auch bei Nebenfiguren. Völlig egal, ob die jetzt wichtige Nebenfiguren sind, wie zum Beispiel die Freunde. Also es gibt ein Bund aus vier Freunden. Das ist aus dem alten Lager Diego und Milton. Aus dem neuen Lager Gorn und aus dem Lager der Bruderschaft, das ist die dritte Fraktion, ist das Lester.
Und zu diesen Freunden gesellt sich halt auch der Held hinzu, weil er erlebt mit allen Abenteuer einige, teilweise wichtige, zum Beispiel die Fokussuche, die man braucht, um die Barriere zu schwächen. Und genau, bei denen sieht man halt sehr schön, wie die drauf sind. Und das ist halt auch teilweise bei Figuren, die nicht so wichtig sind. Das Dritte, was ich sehr gut finde, es hat jetzt im zweiten schon ein bisschen mitgeschwungen. Man kann sehr schön sehen, wie sich die verschiedenen Kulturen und Gruppen verhalten. Also wir haben, wie gesagt, drei Lager. Das alte Lager, das neue Lager und das Lager der Bruderschaft, meistens als Sektenlager bezeichnet, weil sie eine Gottheit anbeten, den Schläfer, der letztendlich sich als Erzdämon entpuppt, als dieses große Wesen, was eben alles und jeden tötet. Wie gesagt, Spoiler-Alarm ist in diesem Format normal. Und man merkt halt sehr schön, wie die drauf sind. Von der Mentalität unterscheiden die sich komplett von der von der Art, wie sie reden oder was sie glauben, unterscheiden die sich komplett. Man kann nicht sagen, dass eine Seite komplett falsch liegt, weil man, wenn man sich in sie reinversetzt, doch ein bisschen sie merken kann. Und ja, es sind halt nicht nur Menschen. Zum Beispiel hat man auch die Minecrawler. Das sind sehr gefährliche Monster, die in den Minen leben. Und einer meiner Hassgegner waren im Spiel. Und von denen gibt es verschiedene Arten. Und ich meine, bei denen ist keine Kultur, aber man sieht zum Beispiel, dass es eine Königin gibt, die Eier ausbrütet. Man weiß ungefähr, wie die sich verhalten. Also sie werden schon ein bisschen genauer betrachtet. Und nicht zu vergessen die Orks. Die Orks sind letztendlich im Spiel sehr wichtig. Es gibt unter anderem also ein Orkgebiet gibt es sowieso, und es gibt unter anderem auch eine Orkstadt, wo man verschiedene Sachen sieht, zum Beispiel trommelnde und tanzende Orks, zum Beispiel Schamanen, die auch eben den Schläfer anbeten, zum Beispiel die verschiedenen Ränge, was die Krieger angeht. Es wird auch schön gezeigt, dass Orks eben nicht nur Tiere sind, sondern wirklich eine sehr große und reichhaltige Kultur haben. Einer der am Ende recht guten Freunde von dem Helden ist ein Ork-Schamane, Urshak. Also ihr seht schon, worauf ich hinaus will. Das ist nicht einseitig. Und das finde ich sehr schön. Was finde ich bei der Story nicht so gut? Einmal finde ich nicht so gut, dass der Hauptantagonist, man relativ schnell merkt, wer das große Böse ist. Also im Fall von Gothic, der Schläfer. Eigentlich schon im zweiten Kapitel. Also im zweiten Kapitel geht es um eine Beschwörung von der Bruderschaft, die den Kontakt zum Schläfer herstellen soll, wo man auch für das Oberhaupt ein paar Sachen macht, für Iberion. Und ja, er fällt ins Koma. Also er hat eine Vision. Man sieht unter anderem die Orks in einem Orkfriedhof und er fällt ins Koma. Und er wacht auch nicht mehr daraus auf. Und da kann man sich schon denken, dass irgendwas nicht stimmt. Weil davor, er brauchte einen Fokus für die Beschwörung, musste man diesen Fokus holen von einem Novizen aus demselben Lager. Und der ist verrückt geworden. Danach hat man ebenfalls einen aus demselben Lager, der auch verrückt geworden ist. Es wird immer wieder angedeutet, zumindest sagen wir mal halbwegs verdeckt angedeutet, dass die Barriere nicht auf natürlichem Wege so groß wurde, dass da irgendwas in der Hand im Spiel hatte, da was nachgeholfen hat. Deswegen, man weiß relativ schnell, dass der Schläfer kein Gott ist, sondern eben ein Erzdämon, beziehungsweise etwas Böses. Den Begriff Erzdämon erfährt man relativ spät, aber dass er was Böses ist. Was finde ich noch blöd, das hängt mit dem Schläfer zusammen und da geht es um den Endkampf. Am Ende ist man in einem großen Tempel unter der Orkstadt für den Schläfer erbaut. Zur Belohnung hat er die Orks also bestraft mit ewigem Leben. Er hat sie verflucht zum Untotendasein. Man tötet unter anderem fünf Schamanen des Schläfers, also ehemalige Orks. Und am Ende trifft man einen Kult eben von der Bruderschaft, der von Khor Kalom angeführt wird. Der war
als erstes einer der Anführer der Bruderschaft. Aber nachdem Iberion starb, wusste die Bruderschaft, dass der Schläfer böse ist. Kor'Kalom wollte das nicht einsehen und hat letztendlich diesen Tempel gefunden. Und sagen wir es so, er ist natürlich letztendlich auch wahnsinnig geworden. Man muss gegen ihn kämpfen, man muss einige Anhänger von ihm töten und natürlich den Schläfer selber. Und worauf ich hinaus will ist, der Endkampf ist relativ unspektakulär. Ich hätte mir wirklich einen epischeren Bosskampf erwartet. Der Grund, warum der so unspektakulär ist, ist einfach, dass zu diesem Zeitpunkt der Held saustark ist. Wir hatten im Let's Play einen Magier. Magier sind in der Regel etwas schwächer als Kämpfer, weil ihre Sprüche ein bisschen Zeit brauchen. Und in dieser Zeit können sie sich nicht verteidigen. Wenn sie angegriffen werden, müssen sie neu anfangen mit dem Zaubern. Und trotzdem hatten wir gar keine Probleme. Ich glaube, ich bin zweimal gestorben. Das lag aber daran, dass ich einfach in eine Spalte gefallen bin. Und es geht einfach darum, man muss eben diesen Kult mit dem verrückten Kor'Kalom auslöschen und dann muss man die 5 Herzen des Schläfers durchstoßen mit den Schwertern, die eben diese untoten Orkschamanen vorher hatten. Und es ist kein wirklicher Kampf. Der Schläfer selber macht nichts, es sei denn, du nährst dich ihm zu sehr, dann schläfst du ein und wachst nicht mehr auf, aber ansonsten macht er nichts. Und die Gegner, wie gesagt, selbst als Magier hatten wir mit dem kein Problem. Hätten wir einen Kämpfer gespielt, hätten wir das Schwert Uriziel, ein magisches Schwert, was wir auch eine Weile ausgetestet haben und was vielleicht nicht overpowered ist, aber es tötet halt jeden Gegner innerhalb von weniger Schläge. Meistens One-Hit. Manchmal auch ein paar mehr Schläge, aber nicht viele. Und deswegen ist der Endkampf, wenn man das Spiel davor bedenkt, meine Meinung, langweilig. Das ist schade. Und das Dritte, was ich nicht so gut finde bei der Story, oder beziehungsweise was für mich eine Frage ist, wo ich frage, warum, liebe Entwickler, warum ist man ein einsamer Held? Ich weiß, das ist kein neues Konzept, dass es eben einen Superhelden gibt, der die Welt rettet. Und normalerweise funktioniert das Konzept. Der Knackpunkt ist, ich habe ja vorher die 4 Freunde erwähnt. Eben Gorn, Lester, Diego und Milton. Mit jedem von ihnen baust du als Spieler vielleicht keine engen Bande, aber durchaus eine Freundschaft auf. Und es gibt eine Quest, die das Treffen heißt. Das ist kurz nachdem das alte Lager endgültig feindlich wird. Wo man eben die zusammenführt zu einem Treffen. Und man weiß nicht, worum es bei einem Treffen geht. Und das ist schade. Es gibt Gothic den Film, einen Film zum Spiel, natürlich ein bisschen verändert, aber an sich das Spiel. Und in diesem Film ist der Held bei diesem Treffen dabei. Und dann helfen ihm auch die 4 beim Kampf gegen die Orks vom Schläfertempel, weil sie halt dann feindlich sind. Was irgendwie, und sie betonen das halt als besonderes Freundschaftsdienst, was halt irgendwie cooler ist, oder sagen wir mal, ich cooler finde in dem Fall, als dass man sich da allein durchmetzeln muss. Es wäre was anderes gewesen, wenn man die nicht so gut kennengelernt hätte, aber da man zu denen wirklich eine Freundschaft hat, finde ich, hätte es dem Spiel nicht geschadet, zumindest für eine gewisse Zeit Unterstützung zu haben. Kommen wir zum Gameplay. Gut, beim Gameplay finde ich, dass man viel erkunden kann. Man hat eine relativ große Karte, obwohl die Geschichte sehr linear ist, obwohl die Geschichte nicht wirklich Abweichungen zulässt, auch wenn man muss sich entscheiden, welchem Lager man sich anschließt. Natürlich hat man immer ein paar Vor- und Nachteile, ein paar andere Quests. Aber an sich ist die Geschichte immer gleich. Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, man kann viel erkunden. Man ist nicht gezwungen, sofort mit der Geschichte weiterzuspielen. Wir zum Beispiel haben vor der Schläferanrufung eben noch ein bisschen gelevelt und dann noch unser Level up verteilt. Und es gab überhaupt keine Probleme damit. Es war sogar in dem Fall von Vorteil, weil man eben das gut gebrauchen konnte für das, was danach kommt. Und das finde ich sehr schön. Und es gibt zu der Erkundungsfähigkeit auch ein paar
Quests, die man suchen kann, die man finden muss. Ich hatte im Let's Play damals nicht alle Quests, die es gibt. Es gibt einfach ein paar Sachen, die ein bisschen versteckt sind. Es gibt zum Beispiel einen Turm, der ist in der Nähe vom alten Kastell. Wer sich an das noch erinnert, das war das, wo man mit Gorn war, einen Fokus geholt hat mit dem jungen Troll. Da in der Nähe ist ein Turm. In diesem Turm liegt ein Buch, die Chromanen. Und wenn man das anwählt, das haben wir im Let's Play nicht gemacht, aber wenn man das anwählt, kriegt man eine Quest. Das ist so eine Art Schnitzeljagd. Man muss die verschiedenen Bücher finden, und um die Erfahrung dann zu kriegen. Und das finde ich ziemlich cool. Das zweite, was ich cool beim Gameplay finde, ist, dass man verschiedene Möglichkeiten hat, mit Problemen umzugehen. Mit Probleme meine ich jetzt sowohl Kampf, als auch zum Beispiel Gespräche, als auch teilweise Quests. Ich gebe euch ein Beispiel. Man hat ja verschiedene Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Man kann zum Beispiel einen Magier spielen, man kann einen Kämpfer spielen. Mit dem Templer kann man eine Mischung aus beiden spielen. Man kann auch so ein bisschen auf Allrounder machen. Man bekommt genug Level-Ups an sich, um einen Allrounder zu machen. Und man muss nicht immer zwangsweise kämpfen. Man hat verschiedene Möglichkeiten, Quests abzuschließen und kriegt dafür unterschiedlich viel Erfahrung oder auch nicht. Man kann auf verschiedene Weisen kämpfen, im Nahkampf, Fernkampf, mit Magie, sowas in der Art. Und das finde ich ziemlich cool, weil man, wie gesagt, man muss bedenken, das Spiel ist, wie gesagt, ich glaube von 2000 oder sogar noch älter. Das ist uralt. Damals war sowas nicht selbstverständlich. Deswegen finde ich das ziemlich cool. Das dritte, was ich sehr gut finde beim Gameplay, ist, dass man viele Möglichkeiten hat, sich zu leveln, viele Möglichkeiten hat, mit Quests quasi aufzusteigen und dadurch Lernpunkte zu kriegen, weil es einfach sehr viele Quests gibt. Das ist ja auch nicht bei jedem Spiel. Und wie schon gerade eben gesagt, man hat einfach verschiedene Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Man hat verschiedene Skills. Es ist ein Skillbaum, beziehungsweise ein Charakterbaum. Es sind nicht viele Skills. Es gibt zwei Nah- und Fernkampftalente. Es gibt Magie. Es gibt die Diebestalente. Es gibt zwei Spezialfähigkeiten. Und es gibt halt Stärke, Geschick. Also es ist nicht viel, aber man kann individuell verteilen. Und das ist ziemlich cool, wie ich finde. Was finde ich beim Gameplay nicht so gut? Nun, da muss ich revidieren, was ich gerade eben schon gesagt habe. Die Talente sind cool und man kann sie super verteilen. Es gibt nur ein Problem. Manche Talente bringen nicht viel. Und gerade bei dem sind die Diebestalente zu nennen. Die Diebestalente sind Taschendiebstahl und Schlösser öffnen und Schleichen. Keines der drei Sachen braucht man oft. Also Schleichen ist noch am praktischsten, weil man da teilweise gut Gegner umgehen kann oder sich an sie anpirschen kann. Taschendiebstahl zum Beispiel ist komplett sinnfrei eigentlich, weil erstens man muss dafür schleichen, zweitens man muss hinter eine Person kommen unbemerkt. Und drittens, man braucht den Wert, um sie eben zu bestehlen. Die Chance darauf ist sehr niedrig und die meisten Charaktere haben nichts, was sich Diebstahl, entweder man kann es nicht klauen oder es ist einfach nicht wert. Deswegen sind es halt leider verschwendete Lernpunkte. Und genau sowas gibt es halt auch bei den Kampftalenten. Zum Beispiel, man hat, wie gesagt, zwei Nahkampf, zwei Fernkampf. Beim Nahkampf hat man einhändig und zweihändig. Beim Fernkampf hat man Bogen und Armbrust. Und es bringt halt nichts, alle vier zu skillen. Nicht wirklich. Weil, nehmen wir zum Beispiel den Einhänder. Wenn du den Einhänder skillst, am Anfang hält der Charakter den Einhänder mit beiden Händen, wenn er komplett ungeübt ist. Wenn er dann erfahrener ist, hält er ihn mit einer Hand, macht mehr Schaden, greift schneller an und kann eben Kombos. Alles gut und schön. Der Knackpunkt ist nur, egal welche Einhandwaffe du hast, du wirst eine Zweihandwaffe haben, die stärker ist. Und deswegen, man kann so skillen,
aber man fühlt sich halt leicht verarscht, wenn man dann denkt, okay, ich habe jetzt meine ganzen Lernpunkte da reingehauen und jetzt finde ich eine Waffe, die einfach mal da nicht reinpasst und stärker ist. Und das ist leider schade. Das zweite, was schade ist, sind die Ränge. Damit meine ich, wenn man schließt sich eben, wie gesagt, einem Lager an und in den Lagern kann man quasi verschiedenen Gilden beitreten. Also zum Beispiel beim alten Lager gab es die Wahl zwischen Gardisten, das sind eben die Kämpfer, oder Feuermagier. Und sowas gibt es bei jedem Lager. Bei jedem Lager natürlich individuelle Ränge oder individuelle Gilden. Und der Knackpunkt ist, wenn man sich was angeschlossen hat, was ja okay ist, gibt es halt auch verschiedene Ränge. Zum Beispiel bei den Gardisten gibt es eben Gardisten mit leichter Rüstung, es gibt die Standardgardisten und es gibt Gardisten mit schwerer Rüstung, die halt wirklich so Elite-Krieger sind. Und diesen Elite-Status erreicht man nie. Nie. Selbst wenn man Gardisten macht, selbst wenn man die Quests macht, wenn man genug Geld hätte, um die Rüstungen zu holen, du erreichst ihn nicht. Weil von der Story her du aus dem alten Lager verbannt wirst, bevor du diesen Rang erreichen kannst. Und sowas gibt es bei den anderen Lagern halt auch. Und das ist schade, weil wenn man wirklich sich auf was freut, wie zum Beispiel, okay, ich mache einen Gardisten beim alten Lager, mir gefällt die Mentalität, ich finde die cool, ärgert man sich dann, wenn man denkt, ja toll, jetzt habe ich es nicht mehr, weil ich rausgeflogen bin. Geil. Oder auch beim neuen Lager, genau dasselbe Spiel. Da hast du halt Banditen und Söldner. Das ist das Äquivalent quasi und die Wassermagier. Also Banditen wären das, was beim alten Lager die Schatten sind. Das ist quasi die Vorentwicklung entweder vom Gardisten oder halt beim neuen Lager vom Söldner. Und später mit Uriziel, mit diesem magischen Schwert, für die Story ist es wichtig, dass du es wieder mit seiner magischen Kraft erfüllst. Das kann nur der Riesenerzhaufen im neuen Lager. Aber die Leute dort glauben, dass dieser Erzhaufen ihr Weg in die Freiheit ist. Das heißt, sie finden das nicht toll, wenn du den für das Schwert benutzt. Und danach kannst du deinen Söldner- oder Wassermagier-Status klicken. Das ist genau dasselbe. Und beim Lager der Bruderschaft gibt's auch sowas. Das dritte, was ich beim Gameplay nicht so gut finde, ist das Handelssystem. Es gibt natürlich verschiedene Händler für verschiedene Waren. Alles gut und schön. Und natürlich, teilweise braucht man bestimmte Voraussetzungen, um ihre Waren zu erwerben. Zum Beispiel für die Rüstungen, dass du ein bestimmtes Level zum Beispiel brauchst. Oder halt eine bestimmte, du musst dir halt einen Namen machen. Alles gut und schön. Nur ist dieses System, sagen wir, seltsam. Das erste, was seltsam ist, ist, dass die Händler, egal welcher Händler, alle Waren annehmen. Auch wenn diese Waren nicht zu dem passen, was sie anbieten. Zum Beispiel ein Magier mit Waffen. Er legt sich dann automatisch seine Waffe an, weil davor haben Magier von sich aus keine Waffe. Und es passt halt nicht. Man kann es auch umgekehrt machen. Ein normaler Händler mit zum Beispiel Mana-Tränken oder Zaubersprüchen, also Spruchrollen. Das ist das eine, was beim Händlersystem ein wenig merkwürdig ist. Und das zweite, was merkwürdig ist, ist, man kann halt zwei Möglichkeiten machen beim Kaufen oder auch beim Verkaufen. Man kann entweder in Erz abrechnen, also entweder kriegt man Erz für seine Waren oder bezahlt mit Erz, oder man kann tauschen. Und der Knackpunkt ist, alles, was der Spieler hat, ist nur die Hälfte wert. Das heißt, wenn zum Beispiel der Spieler, keine Ahnung, eine Ware hat, die normalerweise 4 Erz wert wäre, ist sie nur 2 wert. In diese Falle sind wir am Anfang vom Let's Play reingefallen und für meine Augen macht das absolut keinen Sinn. Ernsthaft, liebe Entwickler, warum sind die Waren weniger wert? Wieso sind die Waren nicht genauso viel wert wie beim Händler, obwohl es teilweise dieselbe Ausrüstung ist? Das geht ja schon los, wenn man wirklich zum Beispiel ein Schwert kauft und dann sieht, oh, ich habe noch gar nicht die Voraussetzungen. Okay, ich verkaufe es wieder. Eine Minute später und es ist trotzdem nur die Hälfte wert. Und dann denkt man sich halt auch, ja toll, Geld ausgegeben für nichts. Und das ist halt irgendwie ein bisschen, es ist jetzt nicht ein mega fetter Minuspunkt, aber es ist, wie gesagt, ein bisschen seltsam.
Kommen wir zur Grafik. Gut, bei der Grafik finde ich einmal die Orte. Die Orte sehen alle gut aus. Wie gesagt, das Spiel ist etwas älter. Man sollte nicht zu viel erwarten, aber für damalige Verhältnisse war das eine geile Grafik. Und selbst heute ist die Grafik zwar alt, aber nicht schlecht, wie ich finde. Die Orte sehen alle gut aus. Egal, ob es ein Lager ist, egal, ob es zum Beispiel die Minen sind oder ob es ein besonderer Ort ist, wie, sagen wir mal, der Orkfriedhof oder wie Xardas Turm zum Beispiel. Auch eine der Hauptfiguren, auch sehr, sehr wichtig. Die Orte haben sie wirklich gut gemacht. Die sind detailliert für damalige Verhältnisse. Und mir gefällt es. Mir gefällt es einfach vom Aussehen. Das Zweite, was ich gut finde, hat wieder mit den Lagern zu tun. Die Lager sind ja nicht nur unterschiedlich von der Mentalität und von den, sagen wir mal, Gilden, sondern eben auch von den Erscheinungen. Die tragen zum Beispiel alle bestimmte Rüstungen und haben alle, zumindest die meisten, eine gewisse Art von Gegenständen und nichts anderes. Und das kann man gut unterscheiden. Und das ist, für meine Augen ist sowas nicht selbstverständlich, gerade nicht bei so einem alten Spiel. Es ist mir ins Auge gestochen und ich finde es ziemlich cool. Das Dritte bei der Grafik, was ich richtig geil finde, ist, dass die Entwickler ein paar richtig coole Easter Eggs eingebaut haben, wie ich finde. Ein Beispiel. Es gibt an ein paar Orten Fässer. Meistens bei den Minen. Und in diese Fässer kann man reinklettern. Kein Scheiß. Man kann draufspringen und dann reinklettern. Und dann sieht man den Held, wie er drin ist. War wohl für die Diebesgilde geplant, die dann irgendwie nicht wirklich reinkam. Aber zu der Diebesgilde kommen wir noch. Oder im Himmel. Die Sterne. Also es gibt ja Wettereffekte und danach gibt es natürlich Sterne. Und da steht KSO. Wenn man auf eine bestimmte Art in den Himmel guckt, was ein Easter Egg ist für eine Firma. Ich weiß jetzt nicht genau für welche, aber es hat auf jeden Fall mit den Entwicklern zu tun. Oder natürlich in Extremo. Mein Lieblings-Easter Egg. Im alten Lager gibt es einen zweiten Kapitel in Extremo. Auf der Bühne, die wird davor nicht benutzt, leider danach auch nicht mehr benutzt. Und die spielen da das ganze zweite Kapitel durch. Das ist richtig geil. Weil die Entwickler hätten das nicht machen müssen, aber sie haben. Und ich finde es schön. Was finde ich nicht so schön? Die ersten zwei Punkte bei den Grafiksachen, die ich negativ finde, haben mit den Modellen zu tun. Einmal, dass Modelle oft gleich aussehen. Ja, es ist ein altes Spiel. Ja, damals hatte man noch nicht so viele Möglichkeiten wie heute. Und ja, es fällt nicht unbedingt beim Spielen auf, weil die Story das gut überdeckt. Und weil halt auch so die Figuren Gespräche miteinander führen. Es fühlt sich einfach lebendig an. Der Knackpunkt ist, die sehen oft gleich aus. Und es ist schon manchmal seltsam, die gleichen zu sehen, die gleichen Gesichter zu sehen, die aber in völlig unterschiedlichen Gilden sind zum Beispiel. Oder die gleichen Charaktere zu sehen, die sich nur unterscheiden von Namen und teilweise von dem, was sie sagen. Und gerade bei dem Thema Sagen, Charaktere, die keinen Namen haben, sagen meistens dasselbe. Oder nur sehr wenig Variation. Und das ist, finde ich, schade. Es ist auch kein riesiger Minuspunkt, aber es fällt halt auf. Und es ist, wie gesagt, schade. Das Zweite, was ein bisschen blöd bei den Modellen ist, sind, dass manche Modelle, ja, sagen wir, ein wenig seltsam ausschauen. Ich nenne da zum Beispiel gerne die Orks. Ich liebe die Orks. Gerade in diesem Spiel, weil dieses Spiel zeigt, Orks sind kein Schwertfutter, Orks sind keine Tiere, Orks sind nicht dumm. Der Knackpunkt ist, die Optik passt nicht. Zum Beispiel die Waffen. Gerade die Ork-Krieger oder halt die kriegerischen Orks, weil es sind nicht nur Ork-Krieger, sondern auch Kämpfer und Clankrieger und sonstiges, führen bestimmte Waffen, die auch der Spieler benutzen kann. Für einen Spieler ist eine Ork-Waffe grundsätzlich eine Zweihandwaffe. Beim Ork ist es eine Einhandwaffe.
Und es sieht ein bisschen seltsam aus, wenn der Ork genauso großkörperlich ist wie der Spieler. Klar, die sind ein wenig kräftiger, aber ernsthaft. Wenn man beim einen Ork, zum Beispiel beim Orkfriedhof, das ist die erste wirkliche Begegnung, einen, ich glaube, da waren es Orkjäger oder Orkspeer, die Schwächsten halt, auf sie zurennen sieht und dann ein Kruschwar bei denen hat, das ist so, also erstens sehen die Orkwaffen alle ziemlich krude aus, das ist so eine blutige Klinge mit Zacken und der führt's locker mit einer Hand und dann legt man sie sich bei sich an und sieht sie bei sich auf dem Rücken, weil der Held grundsätzlich Zweihandwaffen auf dem Rücken trägt und wenn man dann die Waffe sieht, sieht man, wie er es in der Hand hält, beginnt man sich schon zu wundern, weil es einfach so seltsam aussieht, dass man sich denkt, okay, wäre besser gewesen, wenn der Held die gar nicht hätte benutzen können, keine Ahnung. Und sowas gibt es auch teilweise bei Menschen, aber da weniger, also die Orks stechen da schon ein bisschen heraus, auch von den Körperproportionen und zum Beispiel auch bei den untoten Orks, die alle gleich aussehen, die unterscheiden sich nur von der Stimme, vom Namen und von der Farbe des Stabes, weil die alle bestimmte verschiedene Zauber können. Aber vom Aussehen sehen die alle gleich aus. Da wären wir wieder beim Recycling. Und gerade bei diesem speziellen Beispiel ist es sehr schön, weil, wie gesagt, man weiß, wie ein Orkschamane aussieht, der nicht untot ist. Und der untote Ork-Schamane ähnelt dem mal null von den Körperproportionen. Null. Die sind viel schlanker, sie sind ein bisschen größer, sie haben nicht die Bemalung und etc. Klar, untot, aber ernsthaft, es passt nicht. Es passt einfach irgendwie nicht. Das dritte, was ich bei der Grafik nicht so gut finde, sind Bugs und Glitches. Ja, ich weiß, was sie sagt. Bugs und Glitches hat jedes Spiel und ja, es sind nicht geplante Fehler. Es ist jetzt nicht so, als ob ein Spieleentwickler stolz sagt, ich habe eine Glitch eingebaut. Aber bei Gothic gab es davon schon eine gewisse Anzahl und die waren teilweise echt strange. Zum Beispiel den Glitch, den man nutzen könnte, um nicht zu sterben. Und da gehe ich auf ein bestimmtes Beispiel ein, nicht zu sterben beim Fallen. Der Charakter kann normalerweise eine bestimmte Reichweite springen oder auch fallen, ohne sich weh zu tun, beziehungsweise sich nicht gleich zu killen. Weh tun manchmal schon. Und es gibt das Talent Akrobatik, was das nochmal erweitert. So. Wenn man jetzt mit Waffe in der Hand springt und im Flug dauernd pariert, dann kann man nicht sterben, egal welche Höhe das ist. Weil der Charakter in der Luft dauernd pariert, was total seltsam aussieht und keinen Schaden nimmt. Auch auf Höhen, wo er normalerweise sofort sterben würde. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, was echt seltsam aussieht. Oder auch, dass der teilweise riesige Sprünge macht, obwohl du ganz normal läufst. Oder dass man teilweise einfach nicht irgendwelche Truhen öffnen kann, weil da ein Charakter drin steht. Das merkt man sehr schön bei der Fokussuche, wenn man eben die vier Freunde als Begleiter hat, die teilweise sehr seltsam laufen, weil sie zum Beispiel dich nicht finden und eben auch gerne mal rumbacken. Und es gibt auch bei Bugs zum Beispiel ein paar Treppen, die man nur sehr, oder nicht Treppen, ein paar Leitern, die man nur sehr, sehr schwer erklettern kann, weil da die oberste Stufe fehlt, solche Sachen. Das ist einfach, naja, es ist halt kein großer Nachteil, aber es ist nicht super. Beim Sonstigen, das sind ja immer weder positiv noch negativ, da komme ich zu dem mit den Fässern zurück. Liebe Entwickler, ernsthaft, bitte eine Antwort in die Kommentare, wenn ein Entwickler das sieht. Warum? Wieso? Keine Gilde für Diebe. Wieso? Wirklich, das ist eine ernst gemeinte Frage. Es gibt eine Gilde für Kämpfer, es gibt eine Gilde für Magier, es gibt die Templer-Gilde, die so ein bisschen eine Mischform ist, und es gibt
mehr als genug Diebe. Das sind, wie gesagt, beim neuen Lager die ganzen Banditen, beim alten Lager die Schatten. Wieso keine Diebesgilde? Wir haben Diebestalente, Schlösser öffnen, schleichen und Taschendiebstahl. Wir haben sowas wie zum Beispiel die Fässer reinklettern. Wieso keine Gilde für Diebe? Ich verstehe es wirklich nicht. Es ist kein Negativpunkt, weil es stört im Spiel nicht wahnsinnig, wenn man es weiß. Wenn man halt weiß, okay, das gehe ich nicht rein, weil das bringt mir nichts. Aber ich verstehe die Logik nicht. Schlicht und ergreifend. Warum nicht? Es ist wirklich, da stellt sich mir ein riesiges Fragezeichen. Es macht für mich einfach keinen Sinn, keinen Dieb spielen zu können. Ich meine, ich wäre jetzt nicht unbedingt scharf drauf. Aber die Option wäre halt nett gewesen. Das zweite Sonstige hat mit In Extremo zu tun. Wie gesagt, eins meiner Lieblings-Easter Eggs, allgemein in Spielen, ziemlich geil. Ein Auftritt von In Extremo im alten Lager, das ganze zweite Kapitel durch. Der Knackpunkt ist nur, diesen Auftritt gibt es nur in der deutschen Version. In den anderen Versionen, also wenn man in anderen Sprachen spielt, wenn man es woanders gekauft hat, taucht In Extremo nicht auf. Hier dasselbe. Warum? Copyright wird es nicht sein, weil zum einen sind sie animiert und zum anderen wäre es Copyright, dann hätten sie in gar keiner Version auftreten können, in gar keinem Land auftreten können, wo das Spiel verkauft wird. Auch das ist kein Negativpunkt, aber es fällt auf und es ist eine Sache, die für mich keinen Sinn macht. Das dritte, was ich bei diesem weder positiv noch negativ habe, sind ein paar Logikfehler. Ja, ich weiß, Logikfehler klingt extrem negativ. Und ich weiß, es ist ein Spiel. Videospiele sind nicht dauerhaft logisch. Das ist völlig normal. Das ist mir klar. Aber es gibt ein paar Fehler, die einem schon auffallen. Zum Beispiel. Nach der Fokussuche wird das alte Lager kriegerisch. Man wird, wenn man da drin war, wird man daraus verbannt. Und es greift das neue Lager an. Der Hauptgrund dafür ist, dass die Mine, die alte Mine, wie sie genannt wird, eingestürzt ist durch einen Wassereinbruch in den unteren Gängen. Nur eine Handvoll der Leute hat es lebend aus der Mine rausgeschafft. Und weil sie halt das Erz brauchen, weil dieses Lager die Meinung vertritt, ja, wir liefern es dem König, der ja die Kolonie quasi erschaffen hat oder beziehungsweise befohlen hat, und kriegen dafür Annehmlichkeiten, weil er ist auf das Herz angewiesen, also so ein bisschen Quid pro Quo. Deswegen greifen sie eben das neue Lager an, weil die auch eine Mine haben, damit sie wieder den Erztransport machen können. Der Logikfehler ist, die alte Mine gibt es noch. Sie ist nicht eingestürzt. Man kommt sogar später direkt vor die alte Mine, weil man da für einen Ulumulu, das ist eine Waffe, mit der man ins Orkgebiet gefahrlos kommt, einen Troll jagen muss und der hält sich vor der alten Mine auf. Da ist überhaupt nichts eingestürzt. Nada, niente, null. Es sieht genauso aus wie vorher. Und der einzige Unterschied zu vorher ist, dass, wenn man reingeht, da leben noch alle Leute, die vorher auch drin gelebt haben, nur sind sie halt alle feindlich und greifen einen an. Das heißt, es ist halt gut für Erfahrungspunkte. Und das mit den Erfahrungen, also das, dass die alte Mine drin genauso aussieht wie vorher, weiß ich, weil ich das Spiel öfters schon selber gespielt habe. Im Let's Play haben wir das nicht gesehen, aber ich kann euch versichern, ich weiß es aus eigener Erfahrung. Liebe Entwickler, ernsthaft, wenn ihr solche, in dem Fall ist es ein tragendes Story-Element, es ist eine Hauptquest, es ist sehr wichtig für die Geschichte. Wieso gibt's dann die alte Mine noch? Warum? Oder auch beim Lager der Bruderschaft. Sie erkennen, dass der Schläfer ein böses Wesen ist, ein Erzdämon ist. Sie wissen danach, okay, wir dürfen den nicht mehr anbeten. Auch eine Story-Sache, weil eben dann Kor'Kalom der einzige Guru ist, also der einzige von den höheren Tieren, der das nicht sehen will, um mit ein paar anderen fanatischen Anhängern eben aus dem Lager freiwillig rausgeht. Aber es ändert sich im Lager nichts.
Sie verbreiten trotzdem da drin noch die Lehren über den Schläfer. Sie haben trotzdem immer noch das gleiche Verhalten. Obwohl es halt von der Story vorgeschrieben ist, dass das nicht so passiert. Liebe Entwickler, warum habt ihr sowas nicht durchgezogen? Es ist nicht negativ, weil, auch wenn es doch teilweise grobe Logikschnitzer sind, ist das Spiel von der Story so genial, dass sie nicht so auffallen. Aber wenn man genauer hinschaut, ist es halt, naja, strange teilweise und teilweise wirklich einfach nur unlogisch. Um zu einem Fazit zu kommen. Wir machen es ja immer mit Sternen, mit 1 bis 5 Sternen. Ich finde es ein super Game, gerade für das Alter. Es hat eine coole Story, es hat ziemlich coole Charaktere. Ein paar Klischees werden aufgeräumt. Es ist nicht so klischeehaft wie zum Beispiel, dass eben Orks kein Schwertfutter sind. Die Balance ist ziemlich gut. Also man hat nicht unbedingt Nachteile, wenn man sich in bestimmten Lager anschließt oder wenn man einer bestimmten Gilde beigetreten ist. Man kann im Grunde mit allen Gilden das Spiel abschließen. Es ist ein ziemlich geiles Game. Es hat ein paar Schwächen, auch ein paar, die ich hier genannt habe. Aber ich würde es trotzdem relativ hoch werten. Ich würde dem Spiel, um zu einem Abschluss zu kommen, von 5 Sternen, sagen wir mal, 3 bis 3,5 geben. Also auf jeden Fall über die Hälfte positiv. Es könnten auch 4 Sterne sein. Zu 5 reicht es leider nicht, weil einfach manche Sachen sehr, sehr auffallen. Oder vielleicht auch nur mir auffallen, es ist ja nur meine Meinung. Aber so zwischen 3 und 4 Sternen kann das Spiel sehr gerne haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ist ja, wie gesagt, länger her, dass dieses Format kam. Ich bin deswegen ein bisschen unsicher gewesen. Ich hoffe, das hat man nicht zu sehr gemerkt. Und ja, das ist dann wieder nächsten Freitag. Für morgen sind die ganz normalen 3 Folgen, also Craven Manor, Mass Effect und Dinosaur Prehistoric Adventure. Und ja, ich würde mich natürlich freuen über Kommentare jeder Art. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, hoffentlich. Bis dahin, Freunde, gehabt euch wohl.